Hallo zusammen, ich bin's Anna, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute geht es um ein ernstes Thema. Und zwar um die Akzeptanz von psychischen Erkrankungen in der Gesellschaft. Also ich mache daraus eine Videoreihe, es gibt dadurch drei Teile. Einmal in der Gesellschaft, einmal in der Schule und einmal am Arbeitsplatz. Also Schule, Uni, also beides halt zusammen und einmal Arbeitsplatz. Ja, und wir fangen an natürlich mit der Gesellschaft an, weil das ist ja das höchste, die höchste Ebene quasi, die ganze Gesellschaft, wie allgemein die Gesellschaft damit umgeht mit psychischen Erkrankungen, weil es ist leider noch ein Tabuthema. Das heißt, es soll verschwiegen werden. Die Leute wissen zwar, es gibt es, aber die wollen gar nicht wissen, dass man krank ist. Die wollen das, meisten Leuten wollen das irgendwie nicht wissen, sie wollen, dass man nicht darüber redet. Und zum Beispiel ein gutes Beispiel von mir, wo ich auf Intoleranz gestoßen bin. Ich war in einer Stammkneipe, ein Bierchen trinken, habe ein bisschen was über meine psychischen Probleme geredet und dass ich deshalb krankgeschrieben bin. Und da meinte der, also ich habe selber nichts getrunken, aber da meinte der, wer ist das, der Gast auch, dass der Gast meinte, dass das hier gar nichts zu suchen hat mit der Erkrankung. Und ja, das ist schon scheiße, wenn ich jetzt ein Bein gebrochen hätte und in der Kneipe gesessen hätte, würde mich jeder fragen, was ich gemacht habe. Und wenn ich da mit einer irgendwie heulen sitze, fragen Leute manchmal noch nicht mal, was los mit einem ist, so, ne? Beispiel, ich saß da nicht heulen und so und ich sah vielleicht auch normal aus. Man sieht es nicht unbedingt jemand an, dass er depressiv ist. Auch ganz wichtig. Die glücklichsten Menschen lächeln manchmal. Die unglücklichsten Menschen probieren einfach weiter zu lächeln, anstatt zu zeigen, dass sie unglücklich sind. Ja, also das ist echt ein nicht so toller Umgang in der Gesellschaft teilweise. Sehr viele haben echt gar keine Akzeptanz, auch gerade die ältere Generation, wenn ich das so sage, eher in unserem Alter schon ein bisschen, also mein Alter, also auch ein Alter von meinen Zuschauern, würde ich mal sagen, wenn die YouTube Analytics recht haben. Da ist die Akzeptanz eher größer, weil die ein bisschen aufgeklärter sind. Aber es wird auch wenig aufgeklärt darüber. Das Problem liegt dann, fängt auch schon bei den Schulen an, aber da gehe ich darüber ein, was wünschenswert wäre in den Schulen und welcher Umgang da am besten vermittelt werden würde, damit unsere, die nachkommenden Generationen besser damit umgehen und die Gesellschaft ist ja auch, damit die ganze Gesellschaft so dann halt auch besser irgendwie damit umgehen kann, als jetzt die unsere Bevölkerung. Zum Beispiel auch die Generation von meinem Vater und so, die war, ist da ja gar nicht aufgeklärt worden. Nur dadurch, dass ich erkrankt bin, weiß er überhaupt so ein bisschen was davon. Und was, er hatte auch zwei Gespräche zum Beispiel mit meinen Psychologen und auch so ein paar andere Leute waren dabei und so. Und die Gespräche waren dann nicht so toll. Ich habe mich sehr angegriffen gefühlt von seinen Worten zum Beispiel. Und er hat mich auch sehr angegangen, obwohl ich in dem Falle damals gar nichts dafür konnte, dass es halt so war, weil ich eine Erkrankung hatte. Und da ein paar Sachen sind halt passiert und da kann ich einfach nichts dafür, weil das meine Erkrankung war, die mich diese Sachen machen lassen hat. Nicht ich quasi, also nicht meine Grundpersönlichkeit und nicht mein Grund. Ich bin ja auch nicht von Grund auf böser Mensch. Ob es Grund auf böse Menschen gibt, ist ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall. Auch die so 60 plus Leute sind nicht, also nicht alle sind da total intolerant oder so, aber viele sehr quasi ignorant und sehen darüber hinweg und von wegen, ja, stell dich doch nicht so an und so, kommt doch manchmal dann noch von solchen Leuten noch, du hast doch gar nichts, geh mal arbeiten. Wo ich mir denke, wenn ihr wüsstet, wie hoch meine Aufmerksamkeitsspanne ist, dann würdest du mir nicht sagen, dass ich programmieren soll jetzt, wenn ich gerade, ne, also wenn man gerade in der Phase ist, kann ich das halt nicht. Und dann würde ich eher schlechte Sachen machen und das wäre halt auch für die Firma nicht gut, dann sollte man sich lieber krank schreiben lassen und so weiter und so fort. Ein leidiges Thema auf jeden Fall. Ich möchte jetzt auch nicht rumheulen, oh mein Gott, wir psychisch kranken Menschen, wir werden zu schlecht behandelt. Nein, viele haben auch Akzeptanz dafür. Es gibt auch viele Familien, die das echt gut unterstützen. Aber es gibt auch Fälle, so auch unter anderem, so, also ich werde zwar auch unterstützt von meinem Vater und alles, aber die emotionale Komponente fehlt so ein bisschen, also manchmal. Also klar, also diese emotionale Unterstützung, die meine Mutter mir zum Beispiel gegeben hat, die ist nochmal anders bei meinem Vater. Und das, was meine Mutter jetzt zum Beispiel mir jetzt fehlt, fehlt dann halt bei meinem Vater, weil mein Vater ist ja nicht meine Mutter und ach, das ist ja auch alles anders. Aber mein Vater, ich würde jetzt nicht sagen, dass er mich nicht unterstützt.
Er unterstützt mich so gut er kann halt und deshalb würde ich ihn jetzt nicht kritisieren dafür. Das ist auch ein anderes Thema, es geht um gesellschaftlich um mich. Sorry, dass ich, wenn ich abschweife, ich bin ziemlich kaputt irgendwie, weil ich war sehr viel unterwegs heute. Aber trotzdem wollte ich das Video für euch drehen, damit ihr auch nicht leer ausgeht. Sobald ich 2 Tage kein Video gepostet habe, habe ich sofort schon schlechtes Gewissen. Kaum poste jetzt mein Video, aber ich hatte quasi Osterferien. Also so, also ich bleibe jetzt nächste Woche auch frei, da werden auf jeden Fall auch Videos kommen, vielleicht mehr als sonst. Aber ich bin halt auch viel unterwegs, nicht wundern. Ja, auf jeden Fall, die Akzeptanz ist eigentlich teilweise gar nicht gegeben. So, der Grund, warum ich das Video überhaupt mache, ist zum Beispiel eine Fußballerin, Carina Schlüter, die spielt bei RB Leipzig bei den Frauen im Tor. Auch eine sehr, sie kommt auch aus den Westfalen aus Bahn und so her. Die hat mehrfach, glaube ich, depressive Episoden in den letzten über einem Jahr oder so, stand da in einem Text. Und die hat das öffentlich gemacht. Und wenn man das öffentlich macht, als bekannte Person quasi, dann muss man sich natürlich auch vielleicht Kritik ersetzen. Ich habe so ein bisschen Kommentare durchgelesen, ich habe auch selber kommentiert, das ist alles Gute, dass sie viel Kraft gewünscht. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die das als Schwäche sehen und so, komm, stell dich doch nicht an, du hast doch alle, du spielst doch in der Bundesliga, was willst du noch so, ne? Aber man kann ja trotzdem erkranken, ich meine, es wird auch sehr stigmatisiert, auch in der Berichterstattung teilweise. Ja, und das ist halt alles etwas, also ich bin nicht zufrieden mit dem Umgang in der Gesellschaft. Könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr so darüber denkt. Also ich finde das sehr verallgemeinern teilweise, über den Kamm gestert. Ihr kennt doch wahrscheinlich auch den Sprichwort, nicht jeder, der sich selbst verletzt, zum Beispiel, ist ein Borderliner, aber jeder, der sich selbst verletzt, hat Borderliner. Irgendwie sowas, es gibt nicht, sowas in der Art, sowas ist dann auch in der Gesellschaft verankert, so Stigmatisierung von Krankheiten. Oh, der hat das und das, der muss unbedingt das haben, obwohl es noch x-beliebig andere Krankheiten gibt. Und man wird auch nicht oft genug darüber aufgeklärt, weil jeder kann leider eine Depression bekommen, eine bipolare Störung, soweit ich weiß, auch. Also das ist auch niemand davor geschützt, das kann durch Stress und viele andere Faktoren. Natürlich erbliche Sachen sind auch irgendwie begünstigt. Ich habe auch letztens noch sogar so Süchte sind erbbar. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Elternteil auch eine Alkoholsucht oder sowas hat, kann auch das Kind alkoholsüchtig werden. Natürlich muss es nicht sein. Natürlich, ich möchte niemanden auf den Schlips treten. Aber das habe ich letztes Mal gesehen bei einem TikToker, der auch über psychische Erkrankungen auch spricht. Und da wird man zum Beispiel auch Stigmatisierung von Erkrankungen. Weil sobald man zum Beispiel ein Alkoholproblem hat, wird man sofort als schlechter Mensch dargestellt teilweise. Und ich sehe das eher als Stärke, dass man das denen getrotzt hat. Dass man das geschafft hat daraus. Und dieses irgendwie gute und schlechte Denken und so. Man wird dort sehr als Schwachheit wahrgenommen, habe ich ja schon mal erzählt. Und viele Leute haben kein Verständnis dafür. Und wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich habe jetzt keine Kraft mehr, das und das zu tun, dann würden Leute sagen, hey komm, stell dich doch an, dich nicht an, mach doch das und das. Das macht dann viele aus der Gesellschaft, machen das zumindest. Und man wird dann auch zum Beispiel, auch bestes Beispiel, was die viele aus der Gesellschaft machen, wenn man zum Beispiel Narben hat von selbstständigen Verhalten, wird man auch sofort angeguckt wie so ein bunter Hund, wie so ein Zirkustier. Und dann wird teilweise sogar auch noch gefragt, was man da gemacht hat und so. Und das schon. Also das sollte man nicht tun. Das kann Menschen triggern und Menschen verletzen. Lasst es bitte. Das ist auch nochmal, die Gesellschaft geht mit solchen Sachen echt schlecht um. Und es sollte viel mehr Akzeptanz da sein, weil viele Leute trauen sich dann nicht, ein T-Shirt rauszugehen, wenn man solche Narben hat. Und ich bitte euch, geht trotzdem ein T-Shirt raus, wenn ihr das wollt und wenn ihr euch damit wohlfühlt. Weil scheißt auf die anderen Leute, weil nur eure Meinung zählt im Endeffekt und nur euer Wohlbefinden zählt. Und nicht von irgendwen x-beliebiges, dass ihr das machen müsst. Und ja, und ich wünsche mir halt einfach, dass die Gesellschaft viel offener damit umgeht, weil die Gesellschaft geht mit vielen Themen nicht gut um. Alles, was außerhalb der Norm ist, findet Großteil der Gesellschaft gefühlt scheiße. Finde ich nicht gut, weil ich bin selber lesbisch und habe noch eine psychische Erkrankung. Ich bin das wandelnde Fettnäpfchen quasi. Das Gute daran ist, ich habe jetzt halt nicht das Problem, dass ich irgendwo Narben habe und so, nein, toi toi toi. Es kann halt ja auch jedem passieren, also der mal so eine scheiß Zeit hat und eine Erkrankung, die das dann halt hervorruft.
Und man sollte auch mehr Mitgefühl für die Menschen haben und Verständnis, dass sie nicht arbeiten können zum Beispiel. Ich kenne auch Leute, die können deshalb nicht arbeiten und ich habe dafür Verständnis. Und so oft wird dann gehört, ach, die kann nicht arbeiten, die stellt sich doch nur an, die kann doch arbeiten gehen. Guck mal, die kann doch das und das konzentriert machen. Aber das ist halt komplett anderes, eine andere Situation, als wenn man auf der Arbeit irgendwo hingeht, als wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie sowas macht wie malen oder... Ach. Ja, also man kann, also das ist auch nicht akzeptiert, dass man dadurch zum Beispiel sogar früh berentet wird oder so. Das ist auch überhaupt nicht gut akzeptiert von der Gesellschaft. Auch ich beantrage zum Beispiel selber einen Schwerbehindertenausweis. Das wird auch nicht gut akzeptiert. Da wird auch, kommen auch Sprüche und so von wegen, ich ruiniere mir meine Zukunft und so. Das ist auch scheiße, weil in der Regel hat der Arbeitgeber ja sogar Vorteile dadurch, wenn ich den wirklich bekommen sollte. Egal. Ich reg mich darüber auch nicht auf und das ist ein sehr emotionales Thema und ich hoffe, ich habe das jetzt auch einigermaßen auf den Punkt gebracht, so ein bisschen rübergebracht, was mich daran stört. Also die Gesellschaft geht echt nicht so gut damit um. Auch ich wurde ausgegrenzt ein bisschen teilweise von manchen Sachen und als verrückt abgestempelt von manchen Leuten. Das ist mir aber auch egal. Ich weiß, dass ich nicht verrückt bin. Ich habe keine Psychosen, das sind aber auch keine verrückten Menschen. Das wären auch psychisch erkrankte Menschen. Es gibt diesen klassischen Verrückten eher nicht. So, also ich weiß aber nicht, welche Erkrankungen einen richtig verrückt machen. Also das kann dann zumindest ferner der Realität leben lassen auf jeden Fall. Aber auch die, zum Beispiel Schizophrenie, wird sehr krass stigmatisiert, auch schlecht stigmatisiert von der ganzen Bevölkerung. Erstmal wird das verwechselt von der dissoziativen Identitätsstörung, diesem multiplen Persönlichkeitsspektrum quasi wegverwechselt. Und die werden sofort als verrückt tituliert, weil manche, oder ich weiß nicht, die meisten halt irgendwelche Psychosen haben während der Schizophrenie und die auch immer wiederkehren können. Aber wenn die gut eingestellt sind, können die sogar Autofahren, alles machen. So. Die können ganz normales Leben führen. Natürlich, manche können es erstmal nicht und es dauert ein bisschen. Und man muss auch erstmal in eine Klinik rein wahrscheinlich, auch bei diesem Krankheitsbild, auch wie bei vielen anderen auch. Aber ich finde krass, dass die das so schlecht... stigmatisiert wird und die so fertig gemacht werden. Bestes Beispiel ist auch zum Beispiel Miguel Pablo. Der war zumindest vor ein paar Wochen noch suizidgefährdet und da kommen Menschen Hater wahrscheinlich oder weiß ich nicht, die machen ihn dann fertig, dass er angeblich seine Katze umgebracht hat in der Psychose. Und wenn es passiert ist, dann ist es passiert, weil er krank ist. Aus einer Krankheit heraus. Das hat er ja nicht aus böser Absicht gemacht. Und er hat bestimmt auch seine Tabletten nicht abgesetzt. Ich weiß es aber auch nicht, ich kenne mich da auch nicht aus. Aber ich finde krass, wie sehr manche Menschen angegangen werden. Und ich möchte euch das auch sagen. Bitte akzeptiert alle Menschen mit allen Krankheiten. Und ihr müsst ja nicht mit denen abhängen, aber wenn ihr das nicht wollt oder wenn ihr Angst davor habt. Aber ihr könntet sie auch bitte einfach nur mit offenen Armen an... zumindest empfangen und akzeptieren und sagen, ja, ich verstehe dich zumindest, oder ich probiere dich zu verstehen. Ja, das würde ich sehr wünschen. Frage an euch Zuschauer, habt ihr schon mal irgendwie was Negatives gemerkt in der Gesellschaft, wenn ihr irgendwelche Narben habt, wenn ihr irgendwelche Auffälligkeiten habt, die irgendwie quasi, wenn ihr zum Beispiel Panikattacke auch in der Bahn oder so habt und das irgendwer mitbekommt, und wie die Menschen darauf reagieren, weil das hatte ich persönlich halt auch nicht so, dass man das halt sehen würde. Ja, deshalb würde ich halt fragen an euch, wie die Gesellschaft mit euch so umgegangen ist, aber das, was ich so mitbekommen habe vom anderen und so, was ich so auch über das Fernsehen und auch die Berichte darüber halt gesehen habe, ist, dass es echt schlecht umgegangen wird und ich mir das echt besser wünsche, weil wir haben auch nur eine Erkrankung. Wenn ich zum Beispiel Diabetes hätte, hätte keiner ein Problem damit, weil passiert halt, kann jedem passieren, ne? Aber sobald man eine Erkrankung hat, wird man sofort, du bist ja verrückt, du hast ja das und das und so. Das meine ich halt teilweise, oder es wird komische Fragen gestellt und auch gefragt, manche Leute werden auch gefragt, ja, ob sie halt sich was antun, wenn man Depression hat oder wenn man Borderline hat und so. Das ist ja auch alles sehr respektlose Fragen teilweise, wo ich mir denke, du kennst mich nicht, warum fragst du mich das? Und ach, ja, das war es jetzt auch erstmal für dein Video. Ist ein bisschen lang geworden, tut mir leid. Ja, also schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das so seht, ob ihr auch meiner Meinung entspricht. Aber ja, das, was ich so mitbekommen habe, alle Jahre, also über die Jahre hinweg, dass man da echt sehr krass Vorurteile dagegen hat und auch sehr komisch behandelt wird teilweise. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Rest Ostertag. Also ist jetzt der Ostermontag.
Ja, und bis zum nächsten Video, eure Anna. Bis dann. Ciao.